Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge FIFA 14 Ultimate Team. Und ja, heute geht es in der Online-Saison um den Titel. Und welcher Mannschaft kann ich dieses nur anvertrauen? Natürlich meiner besten Mannschaft, der Bundesliga-Mannschaft. Verträge. Ich könnte natürlich auch mit meiner Barclays spielen, aber ich glaube, meine Bundesliga hat gerade sowieso über 99 Fitness, hat das auch meine. Ja, die hat auch, die hat auch, die hat auch, die hat auch. Aber egal, ich spiele jetzt mit der Bundesliga-Mannschaft und dann passt das. So, also spielen. Und dann so 14 Punkte haben wir. 17 braucht man für den Titel. Wir haben noch ein Spiel. Und ja, wenn wir das gewinnen, dann haben wir den Titel hier in Liga 7. Ist natürlich nichts Besonderes, aber ich meine, da kriegen wir wenigstens ein paar Münzen. Und es ist sicherlich besser, als einfach nur so aufzusteigen. Und aufgestiegen sind wir sowieso schon sicher. So, ja, damit können wir spielen. Gegen eine Barclay-Mannschaft habe ich schon gelesen. Und ja, mal gucken, was uns unser Gegner hier so ein bisschen bietet. Aber der Barclay falsch geschrieben. Also Eto'o können wir sicher auf ein paar schnelle Vorschüsse einstellen. Fellaini wird da hinten wegkloppen. Torres. Und mehr konnte ich gerade nicht sehen. Ja. Wir spielen auf Sieg, mein Lieber. Wir spielen auf Sieg. Lol, der lässt mir. Oh, ja, rum die Flanke. Ja, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Na egal, immerhin schon mal in der zweiten Minute hier direkt ein bisschen Druck gemacht. So, den Kopfball wird Lahm gewinnen. Und Robben setzt sich, kann hier natürlich wieder alle Gegner stehen lassen. Kann diesmal auch eine bessere Flanke bringen. Und von hinten kommt Reus an den Pfosten geköpft. Oh, richtig gut Druck hier gemacht. Hummels arbeitet vorne mit. Also, na, ziemlich weit vorne für einen Innenverteidiger. Gündogan greift hier Torres an. Kriegt ihr nicht unter Kontrolle? Ich wechsle jetzt mal hier auf Lahm. Lahm kriegt er auch nicht, aber natürlich. Boah. Aber egal, wir machen hier direkt gut Druck. Alles nach vorne. Wir spielen hier natürlich voll auf Titel. Wir haben nichts zu verlieren. So, und jetzt Reus. Der wird wohl so ein Essien stehen lassen können. Oh, die Flanke wurde leider abgeblockt. Nächster Versuch. Ah, warum geht denn da keiner hin? Kein Lewandowski. Schade. Juan Mata hat er auch. Und jetzt mal hier aufpassen. Ich nehme übrigens jetzt gerade die Tonspur mal mit Audacity auf. Mal gucken, was dann am Ende so besser klingt. Weil in der letzten Folge hat es mir nicht ganz so gefallen, weil es ein bisschen Gehall. Ach du Scheiße, was war das denn für ein Schuss? Achso, der ist noch drin. Weil das so ein bisschen Gehalt hat. Und deswegen versuche ich jetzt mal, wie ob Audacity das vielleicht besser kann. Schade. Jetzt haben wir ein bisschen nachgelassen, aber ich denke. Na, das kriegen wir hier gleich wieder hin. Hast du Lahm? Sehr gut. Nein, der sollte. Mann, Lewandowski. Der sollte auf Lewandowski kommen. Also nicht Mann Lewandowski, sondern Mann FIFA. Mann. Egal, wir machen gut weiter. Druck Gündogan da vorne direkt. Schönes Pressing. Ich stelle jetzt auch mal auf Offensiv. Kann ich erst jetzt? Na los, stell doch auf Offensiv. Was ist denn los? Offensiv, geht doch. Oh, da habe ich lange gezögert, aber Robben gesehen. Robben bringt die Flanke. Komm, Lewandowski. Oh nein, das nächste Mal Aluminium. Das gibt es nicht. Lol, der hat Lewandowski angeworfen. Nice. Och Mann, wir machen so schön viel Druck. Jetzt hier unten bleiben. Ja, nee, 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 nee. Da ist Alaba. Alter, Robben spielt echt gute Pässe, obwohl der gar nicht so viel passen hat. Das ist so ein bisschen. Okay, jetzt habe ich da hinten natürlich nur den Hummels. Also, Santana ist in der Mitte, aber. Ja. Was? Ach, komm schon. Santana kriegt jeden Kopfball, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ich stelle mich hier mal in den Pfosten. Denn der wird. Ja, okay, da konnte ich Neuer rausholen. Huh! Ja, aber Robben wird da mal ein bisschen gestört und. Schweinsteiger, was rennst du? Ach ja, komm.
Schade. Cole natürlich ein guter Verteidiger. Oh, gegen meinen Robben. Lol. Was war das denn für ein Annahmefehler von Robben hier? Da hat Kehl natürlich leichtes Spiel. Lewandowski, Reus, Reus, Reus. Sowas wäre eigentlich ein Tor gewesen und dann kommt Kehl gerade noch dazwischen. Aber jetzt vielleicht hier, warum denn mit Schweinsteiger? Wir haben doch einen, der das viel besser kann. Robben! Oder hat er seinen Tschech weit rausgeholt, aber die Flank, also die Ecke, war auch nicht die beste. Deswegen konnte Tschech den trotzdem. Will einer sich mal in die Mitte verkriechen? Warum kam Neuer da eigentlich so weit raus? Das habe ich nicht kapiert, weil da hätte er den einfach überlupfen können. So, jetzt mal hier Götze über meinen Zentraloffensiven. Der sollte eigentlich auch unten auf Reus, aber es klappt ja auch so, weil wir ziemlich gut rumspielen. Oh, Robben fast hier durch die ganze Abwehr. Leider David Luiz dann im Weg. Sein definitiv besserer Innenverteidiger, obwohl Kehl hier auch schon einige gute Szenen hatte, wo er meine Spiele aufgehalten hat. Oh Mann, Juan Mata, lahm, was los? Aber Santana ist einfach immer da, wenn es um Kopfbälle geht. Und sonst ist er eigentlich auch relativ oft da. Oh. Oh. Wir können viel mit Oh reden hier. Also, weiter gut pressen, schön Robben hier. Wir spielen offensiv, wir haben nichts zu verlieren. Weil wir sind sowieso aufgestiegen und wenn wir. Lol. Und lol. Letztes Spiel und nur wenn wir gewinnen, können wir den Titel holen. Das heißt, volles Risiko, volles Risiko. Oh ja. Komm schon, Robben, du bist schnell, du bist schnell. Nein, warum habe ich abgespielt? Ich war wieder durch. Ich dachte, ich komme da nicht durch. Ja. Götze irgendwie nicht richtig im Spiel, Schweinsteiger auch noch nicht. Sehr gut, Lahm und Neuer. Kloppt ihn da mal nach vorne. Lewandowski kommt dann nicht dran gegen David Luiz. So, jetzt vielleicht immer Götze, vielleicht mal in der Rolle als Verteiler. Aber Lewandowski wird er gut von gestört von Essien. Oh, da konnte er sich fast noch durchrempeln. Aber David Luiz eben auch nicht der Langsamste. Ist ein guter Verteidiger. Hummels, warum habe ich zurück zum Torwart gespielt? Jetzt habe ich hier. Oh, der kam diesmal sogar an, aber Lewandowski hat da irgendeine Scheiße gebaut. So, jetzt hier bei ihm bleiben, aber für Lahm ist das natürlich kein Problem. Und dann kann er vorne fast noch einen Ball auf Robben bringen. Das übernimmt dann lieber mal Gündogan, weil Robben einfach nicht im Abseits war. Oh, und so macht Robben normalerweise. Alter, mit der Hacke, das wäre auch zu schön gewesen. Egal, weiter Druck gemacht, weiter Druck gemacht. So muss das, so muss das, so muss das, so muss das. Ich wiederhole mich gerade ein bisschen. Es tut mir leid. Falls euch das jetzt schon, oh lol, falls euch das jetzt schon aufgefallen ist, ne? Unbeabsichtigt. Ja, also wegen der Tonspur gucke ich mal, ob das sich besser anhört, wenn ihr es vorher besser fandet oder wann auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Das fällt mir aber nur auf, wenn ich alleine spiele. Wenn ich bei Skype oder Teamspeak bin, wird das irgendwie schon ein bisschen rausgefiltert. So. Lol, ja, da habe ich ein bisschen verpeilt. Ein bisschen verpeilt zu sehen, dass da der Oscar von hinten kam. Und er hat wohl verpeilt, dass mein Gündogan hier kam. Also ein Eto'o ist einfach mit 92 oder keine Ahnung, wie viel Tempo der hat einfach. Weil es ist so ein richtiger geiler Pace-Stürmer. Lol. Und da kommt er zum Mann. Warum geht ein Neuer nicht dran? Oh, Santana. Alter, ich hole Neuer raus, aber er geht einfach nur. Er geht nicht richtig zum Spieler. Er geht einfach. Oh. Was war das? Oh, schade, Robben. Komm, Hagner. Hak nach, setz nach, jetzt unten bleiben. Lol, Hummels! Mach doch keine Scheiße, Hummels ist echt. Willst du mich verarschen? Wann kann Torres so gute Longshots?
So, jetzt hier mal mit dem Alaba. Reus. Habe ich aber auch gerade keine Anspielmöglichkeit. Ich kann es nur mal so versuchen. Und das hat geklappt, das hat geklappt, Leute. Nein! Robben! Robben! Nein! Robben bleibt im Ballbesitz! Robben bleibt im Ballbesitz! Und abspielen kommt natürlich nicht in Frage. Nicht mit Robben. Robben! Alter, was hat denn der für eine Klasse? Und jetzt komm! Schweinsteiger! Nein! Nochmal Schweinsteiger! Jawoll! Verdient, verdient. Oh, Lewandowski, da war gerade so schön gespielt, aber jetzt Robben hat er die Flanke reingebracht. Was war das denn? Ach Mann. Die Audiospur, wenn ich die nachher sehe, Alter, ich werde. Die wird so hoch sein. Also die Frequenzen. Nächste Aktion von Robben jetzt hier mal. Robben. 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 Cole. Ich muss noch einen drauflegen, damit ich auf defensiv stellen kann. Robben läuft aber nicht. Robben läuft nicht. Das Problem. Aber Hummels diesmal mit einem schönen Passspiel hier. Ich dachte, den kriege ich mit Santana. Aber mein Alaba, für mich der beste Rechtsverteidiger, da sagst du gar nichts. Der beste Linksverteidiger. Beste Rechtsverteidiger ist Lahm. Natürlich eindeutig. LOL! Ja! Ach du Scheiße! Oh ja, das sehe ich gerade. Aber. Nein, Robben, geht er doch weg! Den hätte ich noch bekommen mit Lewandowski. Ich bin mal gespannt, by the way, ob diese Woche im Ultimate Team vielleicht Hüntelaar in Form rauskommt. Weil er ja einen Dreierpack gemacht hat. Leider einen Elfmeter verschossen. Das hat wahrscheinlich ein bisschen Punkte gekostet gegen Hoffenheim. Aber mal gucken, was EA da so bringt. So, Neuer natürlich sicher. Erstmal ein bisschen Zeitspiel. Obwohl, nee, wir müssen ja erst noch einen draufsetzen. Ja, das hat super funktioniert mit diesem Abschluss. Schön Alaba und jetzt Schweinsteiger. Ich kann es aber auch wirklich nur gerade über die Bälle probieren, aber die funktionieren auch. Die funktionieren. Elfmeter! Nein! Junge, das muss rot geben! Aber mit Robben kann man so einen Freistoß reinmachen. Junge, das muss rot geben! Komm, Robben. Oh! Nein! Wie schlecht habe ich den denn geschossen? Habe ich den schlecht geschossen oder war der abgefälscht? Oh Mann, der war richtig schlecht geschossen. Aus solchen Positionen habe ich schon viele mit Robben reingemacht. Also von Robben bin ich voll überzeugt. Manche sagen, der spielt nicht so gut, aber ich weiß gar nicht, was die haben. So, da läuft er wieder optimal. Und jetzt, Lewandowski kriegt das heute. Oh nein! Alter! Und Lewandowski kriegt es heute nicht mit dem Tor gebacken. Da muss schon so ein Schweinsteiger hinten aus dem zentralen Mittelfeld mitkommen. Und dann im zweiten Versuch zu treffen. So, Alaba hier gegen Oskar. Verliert er wieder den Ball, aber Hummels ist da. Oh, schöne Animation. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass er die Hände nach hinten macht. Wenn er im Strafraum blockt. Wurde das vielleicht bei dem Winterupdate erneuert? Schön Hummels. Nee. Also Mario Götze heute definitiv nicht sein Spiel. Schöner Ball, Gündogan. So, wir sagten gerade noch, Götze's Spiel ist es nicht. Aber jetzt läuft er einmal richtig gut und dann macht Robben seine zweite. Nee, war gar nicht seine zweite Torvorlage. Das eine hat ja Schweinsteiger sich so selbst vorbereitet eigentlich. Ja, und so trifft jetzt Götze und damit können wir jetzt, wenn wir noch einen draufgelegt haben, aber dann brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr auf Defensiv stellen, weil dann das Spiel zu Ende ist, weil die 80. ist. So, hier mal Reus.
Götze, jetzt läuft Götze gut. Jetzt fängt Götze gut an zu laufen. Und da trifft er sein ein zweites Mal. Und jetzt können wir tatsächlich auf Defensiv spielen. Oder wir spielen weiter nach vorne. Was ich eher glaube, weil es mir gerade Spaß macht. Ja, innerhalb von 3 Minuten 2 Tore von Götze. Und vorher haben wir gesagt, nicht Götzes Spiel. Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Weil guck mal, wenn man Götze braucht, dann ist Götze da. So, und jetzt hier auch wieder Götze. Okay, der Pass kam jetzt natürlich not so prima. Oh! Dafür kannst du nicht rot geben. Fick dich, Schiedsrichter, ey. Scheiße. Und gerade gibt er dann nur gelb oder was, ey. Was ist denn das für ein Spacken? Scheiß FIFA-Engine. Egal, jetzt stelle ich auch nicht mehr um. Oh, Lewandowski will hier noch mal ein bisschen tanzen mit den gegnerischen Abwehrspielern. Ist natürlich hinten die Abwehr ein bisschen aufgelöst. Aber das bügelt vorne einfach mein Raum aus, wie er einfach den Cole stehen lässt. Und dann die Flanke kommt auch noch. Und Cech kommt noch gerade so dran, sonst hätte hier Reus noch mitten im Fallrückzieher wirklich jeden Zweifel aufpassen. Oh nein. Ja, das war jetzt natürlich die Sache mit der Abwehr. Leider jetzt noch den kleinen Schönheitsfehler. Na. Oh. Alter. Ja, vielleicht über Reus. Reus. Götze steht im Weg. Nein. Da hätte ich jetzt nochmal den Deckel drauf machen können. Obwohl der Deckel ja schon lange drauf ist. So, damit haben wir nämlich den Titel gewonnen. Würde ich zumindest sagen. Ja, jetzt sollte Schluss sein. Felipe Santana boxt hier nochmal nach vorne, dann kommt Reus ran und dann ist es sicher, dass wir den Titel in Liga 7 haben. Leider mit dem kleinen Schönheitsfehler Alaba noch. Aber es ist ja auch egal. Ja. Damit haben wir den Titel gewonnen und 5000 Menschen zu bekommen. Jawohl. So sieht's aus. Und ja, wenn ihr dann sehen wollt, wie wir das erste Spiel in der Liga 6 wieder bestreiten, was wir eigentlich schon lange hatten, dann schaltet doch nächstes Mal wieder ein. Und ja, einmal noch kurz gucken. Ich traue mich hier einfach nicht, diesen schönen Sergio Ramos zu entfernen. Weil Es ist immer so ein Highlight, wenn man hier so durchtritt. Oh, ich hatte mal ein Team offensives Sergio. Beim anderen Verein hat er jetzt schon 49 Spiele, 2 Tore nach einer Ecke wahrscheinlich. Schicker Spieler, schicker Spieler. Definitiv schicker Spieler. So, jetzt müssen wir erstmal alle. Das nächste Spiel dann wieder mit der Barclay Premier League Mannschaft. Und Alaba ist schon da, gut. Ja, Leute, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder in Liga 6 hier mit meiner Buckley Premier League Mannschaft. Und dann gucken wir mal, ob wir endlich hier langsam uns den Weg in Liga 3 oder 2 vorarbeiten können. Sind natürlich jetzt noch ein paar Spiele. Aber das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Ich bin zuversichtlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dass wir jetzt endlich wieder in Liga 6 sind, dann gebt dem Daumen einen Stups nach oben. Oder kommentiert das Video, macht was ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.